Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Zoppo Plays Blocks That Matter. Und wie in den letzten Episoden auch schon, sind wir auf der Suche nach Sternen. Und ich muss sagen, ich habe in das ein oder andere Level ein bisschen reingeguckt, wie es so in etwa funktioniert. Es gibt ein paar, die will ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, das Level hier, The Voice, genau, das ist eins von den leichteren. Die werde ich jetzt, ich werde jetzt versuchen, erstmal nur die leichteren zu machen und mir die schweren vielleicht nochmal ein bisschen offscreen zu üben. Oder ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Irgendwie habe ich auch nicht so Lust, jetzt 10 Episoden zu machen mit irgendwie, wo ich an einer Stelle die ganze Zeit rumfehle oder sowas. Deswegen, habe ich mir ein bisschen angeschaut, welche Level einfach sind, welche Level schwer sind. Also es gibt ein paar Level, die ich durchaus schnell schaffen sollte. Zum Beispiel dieses hier. Sollte ich halt eigentlich nur einen Versuch dafür brauchen, um das zu schaffen. Und damit Blocks That Matter auch irgendwann mal halt zu einem Ende kommt. Das war schon wieder extrem nicht geplant. Aber ist kein Problem, ich konnte es noch retten in der Luft. Den zurück. Also man baut dem Ding hier so eine, ja, so eine Rollbahn, sag ich mal. Und die machen wir weg, dann schieben wir das Eis an. Holen uns die ganzen Steine hier zurück. Und dann haben wir hier den Stern geholt. So hätten wir den grünen Stern, aber den können wir leider nicht mitnehmen, deswegen haben wir nur einen gelben Stern. Ach so, nicht so. Also, da brauchen wir einen soliden Stein natürlich, sonst bleibt er natürlich nicht da. Und damit haben wir einen weiteren Stern geholt. Ja, im nächsten Level haben wir, glaube ich, den Stern schon. Das heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Genau, da haben wir auf jeden Fall den Stern schon. Das Level wollte ich erstmal auslassen. Das Level, muss mal ganz kurz reingucken. Ja, das ist auch eins von denen, die ich erstmal auslassen werde. Das auch. es gibt schon noch. Ah, hier, das da wollte ich gleich machen. Glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ja genau, das wollte ich machen. Wie gesagt, erstmal die leichteren jetzt und die schweren hebe ich mir dann für irgendwann mal eine andere Episode auf. Oder ich werde es vielleicht auch die schwereren so lange spielen, bis ich die schaffe und dann cutte ich das zusammen in eine große Episode oder sowas. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten, wie ich das am besten halt mache. Ja. Hier brauchen wir halt genau, ich glaube, 6 Steine für den Stern. Und ich habe da schon eine Strategie, was ich denn da machen werde. Also ich weiß, was hier passiert und sollte eigentlich nicht rumfailen. Sollte, hätte, könnte, würde, wollte. Brauche ich erstmal die Holzblöcke. Das müssten 6 sein. Genau. Dann 7, 8, 9, 10. Genau. Passt perfekt. Dann sprengen wir das. Gehen dann nach oben durch. Holen uns den Block. Warten aufs Feuer, dass wir. Oh, das war's. Ich habe immer Angst, dass ich in dieses Feuer da reinspringe. Und wir können uns auch die Kiste holen. Das war ja irgendwie Vic oder sowas oder Quink oder irgendwie so hieß das Game. Also das Level hieß, glaube ich, Vic und das Spiel hieß, glaube ich, Quink. Ja, und damit hätten wir es auch geschafft, mit den nächsten Sternen zu holen. Und wie gesagt, es sollte jetzt eigentlich relativ flüssig alles gehen, da ich eben mir so ein bisschen angeguckt habe, welche Level leichter sind, welche Level schwerer sind. Und ich weiß gar nicht, habe ich das? Das habe ich, glaube ich, nochmal ganz kurz ausprobiert. Ich weiß. Ah ja, okay, das war auch eins von den leichteren, glaube ich. Ich habe ein paar Level angespielt kurz und mir halt angeschaut, inwiefern man da reingehen muss, inwiefern man da wirklich Strategie entwickeln muss oder ob man einfach so drauf losspielen kann und dann schon schafft, was man will. Hier gibt es, glaube ich, einen tricky Part. Und der ist, gleich hier lassen wir diesen Feuerschleim da rein.
Da müssen wir halt schnell genug sein und uns die drei Steine da unten neben dem TNT holen, sonst haben wir ein Problem. Das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was man hier beachten muss. Ups. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich alles, was man in diesem Level beachten muss. Und natürlich nicht zu sterben. Es ist immer, es sieht immer sehr knapp aus, aber eigentlich ist das gar nicht so knapp, glaube ich. Das glaube ich eigentlich so, dass man sogar noch ein paar Sekunden mehr Zeit hat, bevor das TNT hochgeht, als man braucht. Also, hätte ich mir ruhig noch ein bisschen mehr Zeit lassen können sogar. So, jetzt müssen wir hier einen Stein verbauen. Irgendwie ist nicht so wichtig, wie genau man den Stein hier baut. Man muss nur hier nach oben kommen irgendwie. Und hier sollte man halt nicht sterben. Das ist ein guter Tipp gewesen, glaube ich, dass man nicht sterben sollte. Dann holt man sich da unten noch den einen Stein und dann hat man das auch geschafft mit einem Stern hier. Ja, genau. You brought enough stars to earn a star. Das wollte ich nicht machen. Achso, das hatten wir schon. Meteors, Friends on Fire. Das habe ich auch nur ganz, ganz, ganz kurz angetestet. Das werde ich halt jetzt einmal versuchen. Ich habe es nicht ganz gemacht, aber ich habe hier am Anfang einen tollen Trick rausgefunden. Oder ich weiß auch gar nicht, ob man das Trick nennen kann. Wenn ich jetzt hier runtergehe, schneller als er bin, und dann hier so eine Reihe von den vier Steinen machen, kann ich mir die zwei holen und den da hinten holen. Komplett ohne Probleme, ohne dass der mich auch nur im geringsten irgendwie tötet. Nee. Ja, da habe ich gerade ein bisschen rumgefailt vom Timing her. Das muss man halt ein bisschen besser timen. Aber ich glaube, dass wir dort, also die Steine dort halt normalerweise so nicht bekommen würden. Außer halt mit diesem, sag's mal, mit dem kleinen Trick, dass wir uns hier erst ein bisschen Zeit verschaffen, dass er uns nicht töten kann und wir halt uns die drei Steine hier schnell holen. Ja, also nochmal. Das hier ist wie gesagt nur eine Timing-Sache. Ja. Okay, zack. Zack. Jetzt. Oh. So, zack. Zack. Ja. So nämlich. Ja. Jetzt muss er das anzünden, dann geht das TNT hoch. Und wirklich weitergespielt habe ich es nicht, da der Rest halt alles eigentlich schon sehr offensichtlich aussah. Also man kann sich ja mal angucken, hier mit dem Feuer machen wir die Blöcke da. Der Feuerdings zündet die halt dann da unten an. Da hinten bekommen wir die vier Steine ganz sicher. Und ich sehe jetzt eigentlich nicht großartig, wo wir hier noch irgendwie viele Steine verlieren könnten. Deswegen habe ich das nicht komplett durchgespielt. Deswegen. Und hier dauert es halt auch immer ewig, sich hochzubauen, vernünftig irgendwie. Um da überall ranzukommen. Und deswegen habe ich das in der kurzen Test-Session, die ich gemacht habe, halt noch nicht gemacht gehabt. Also ich hole mir erstmal die Steine da hinten alle. Ich muss auch aufpassen, dass ich den nicht töte. Also ich glaube, in meinem Test habe ich den getötet gehabt aus Versehen. Was natürlich nicht so dolle war, weil wir den ja unbedingt noch brauchen. Aber, ist eigentlich doch einigermaßen simpel. Ja, mit dem Versuchsaufbau, den ich jetzt hier gerade habe, bin ich eigentlich fast zufrieden. Also ich muss das nochmal, ich muss die Steine hier nochmal ein bisschen versetzen. Ich komme da sonst nicht ordentlich ran an den Typen. Ich werde die Steine einfach, in einer geraden Linie hoch machen, genau so. Dann warte ich, bis er am äußersten Rande ist, so in etwa, wunderbar. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann kann er da rüber gehen und die Lunte da anzünden. Komplett ohne Probleme und jetzt wird er sich dann nicht... Ah, ich dachte, er würde da nach unten gehen, macht aber nicht. Ist ganz gut für uns. Wir müssen ihn eigentlich auch nicht töten. Wir könnten ihn töten, aber es gibt mir ja keinen Vorteil. Ansonsten, wie gesagt, ich sehe nicht, wo ich da jetzt noch großartig einen Stein verlieren könnte.
Also, ich meine, ich könnte jetzt noch gegen den hier irgendwie failen da, aber sonst sehe ich da echt nicht mehr viel. Geh nochmal kurz raus. So, und jetzt mache ich hier die Sanddinger hin, dann stirbt er auf jeden Fall. Und kann mir die ganzen anderen Steine wieder hier holen. Und habe 24 Steine für eben den nächsten Stern. Yay! Ja, es geht eigentlich relativ fix jetzt. Wie gesagt, wir haben jetzt 3 Sterne geholt in unter 10 Minuten, glaube ich. Kann sich, denke ich, sehen lassen. Okay, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich machen. Genau, das ist eigentlich auch eins von den leichteren Levels. Man sollte hier nur einfach irgendwie langsam machen und oh, und vor allem die ganzen Schleims halt auf dem Weg töten, dann sollte es hier eigentlich absolut keine Probleme geben. Der einzige Grund, warum ich das beim ersten Mal das nicht bekommen habe, ist, weil man hier für das Secret, wenn man das Secret sich holen will, sprengen muss. Und ja, deswegen habe ich das nicht bekommen. Das habe ich auch nicht komplett gemacht. Ich muss halt jetzt nur aufpassen, Obacht geben, länger leben. Und nicht das TNT verbauen. Also nochmal. Das TNT werde ich nämlich nicht benutzen. Geh mal weg, TNT, ey. Das TNT ist echt nervig gerade. Das werde ich nämlich nicht benutzen. Weil das wohl auch als Block zählt. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen, wie war dann das gleich nochmal? Ich glaube, ich mache einfach so. Ich muss mal ganz kurz überlegen erst. Dann komme ich auf jeden Fall nochmal an die alle. Ich mache einfach mal erstmal. Nee, so war das nicht. Also wenn ich es nämlich jetzt so mache, dann bleibt der Eiswürfel da stecken. Okay, also nochmal unsere Würfel zurückholen. Ja, und dann töten wir den. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen. Also wenn ich hier Holz mache, hier Holz und der Rest ist ja wurscht, also dann mache ich hier so einen ran, dann sollte der Eiswürfel genau dahin fallen, wo ich ihn haben will. Hurra. Kann ich den eigentlich direkt da runter schubben? Kann ich. So, dann stört er mich erstmal nicht mehr. Ups, ich habe vergessen, dass man immer 4 bauen muss und nicht nur 3. Ich habe ja erst, keine Ahnung, 20 Stunden Block Submatter gespielt. Wer soll ich denn da bitte wissen, dass man immer 4 bauen muss anstatt 3? So, wie ging es nochmal weiter? Ach so, ja, ich könnte die Feuermonster jetzt einfach töten. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Aber wir gehen da ganz langsam und strategisch vor. Einer weniger. Gut, gut, gut. 2 weniger. Oh, wow. Ja, jetzt brauchen wir nur noch unseren Eisblock. Ah, ich könnte jetzt auf gut Glück schubsen und hoffen, dass er nicht abgefackelt wird, oder ich könnte es jetzt auf sicher machen. Ach komm, bevor ich es dann nochmal komplett spielen muss, mache ich mal einen auf sicher. Safety first. Im Straßenverkehr. Ja. So, das ist auf jeden Fall sicher so. Da mache ich hier auch noch mal ganz kurz meine Sicherheitsmaßnahme. Sand, Sand, nicht Sand, anderer Würfel. Tür auf. Ja, dann hätten wir das Level auch geschafft. Wie gesagt, das war einfach
auch keine wirkliche Herausforderung. Und ich weiß gar nicht, wie viele Level noch kommen, die man so einigermaßen schnell machen kann. Das hatten wir schon. Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf Bonus-Levels und guck mal, wie viele Sterne denn eigentlich noch fehlen. 7, 3, 11, 11 Sterne insgesamt fehlen noch, glaube ich. Big Mamas Revenge haben wir freigeschalten und ja. Für 3 weitere Sterne bekommen wir das nächste Level. Dann werde ich mal gucken. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall noch ein Level gibt, wo ich gesagt habe, das könnte einigermaßen simpel sein, wenn ich es denn finde. Ich glaube, es war das hier, oder? Nee, das war das eben nicht. Das war es, das WWW-Level war es, glaube ich. Ja, genau. Das war auch relativ, relativ simpel von der Ausführung her. Man muss halt, schnell sein. Gleich. Ups. Ja, schon vergeigt. Ich muss etwas schneller sein. Ihr werdet gleich sehen, warum. Warum man da schneller sein muss. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt mache ich auf die Höhe einen Dingsblock. Genau, so gehört sich das. Jetzt gehe ich hier durch, hol mir das, kann mir auch das holen. So, und jetzt muss ich halt hier nicht sterben. Und das geht. Es ist nicht so einfach, da das mir zu holen und rauszuspringen, aber es geht. Ich weiß, dass es geht. Wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen ausprobiert. Und eigentlich hat das beim letzten Mal ganz gut geklappt. Das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt jetzt. Oder es liegt daran, weil ich gerade aufnehme und dann die Aufnahme ein bisschen leckt oder sowas. Ihr könnt euch irgendwie eine gelogene Begründung aussuchen. Die, wo ihr denkt, dass sie am besten passt. So. Also, Versuch 2. Take 2. Okay, nochmal. 1. Ja, so klappt es nämlich. Und dann haben wir auch den Stern uns geholt. Von den anderen Leveln weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, was da noch großartig kommt. Das wollte ich nicht machen. Das wollte ich glaube. Ah, genau. War das Level? Ups, ja, das wollte ich machen, aber da habe ich überhaupt nichts ausprobiert. Ich weiß halt nur, dass hier irgendwie das Secret ist und dass man da hier, wenn man hochspringt, irgendwo, da ist ein Block, irgendwo, naja. Ich werde gleich mal gucken. Ich werde dann gleich auch mal versuchen, so zu gucken, ob es überhaupt möglich ist, dieses Level, also oder ob hier nicht noch irgendwo Blöcke versteckt sind oder sowas, ob da noch irgendwo welche sein müssen. Also rein rechnerisch, okay, wir sprengen hier einmal, oder? Ach so, da brauchen wir 9 Blöcke dafür. Aha. I see. Wenn ich da zweimal sprenge. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was man von mir will. Wenn ich, oder? Ich bin gerade in der Denkphase. Also, wenn ich jetzt da zweimal sprenge, ich glaube, da kann man dann durchlaufen. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dass man jetzt da durchlaufen kann, genau. Und 10 Blöcke waren genau für einen Stern. Ja, hat wunderbar gepasst. Das war also auch ein leichtes, aber das habe ich nicht so komplett getestet. Ich hab nur gedacht, dass es relativ leicht auch war vom Spielen her. Dass das vielleicht passen könnte. Und das Level hier ist jetzt mein Untergang, sag ich mal. Hier dieses Rush-Level.
Ich glaube, das ist mega schwer. Aber man kann hier tatsächlich, also ich habe, man kann hier tatsächlich einen Green Star bekommen, glaube ich, wenn man gut ist. Ich habe mich mal umgeguckt. Da kann man kann hier irgendwie, man braucht glaube ich 12 oder so Blöcke muss man retten in dem Level und man kann 17 glaube ich retten maximal. Wenn man gut ist. Ich muss mal ganz kurz denken. Ich glaube, das ist richtig. Acht. Ich werde jetzt nicht 16 Blöcke retten können. Schauen wir mal. Uff. Okay, 14. Das sind genau 8, ne? Lauf! Den konnte ich nicht retten. Aber vielleicht kann ich hier nochmal genug retten, um 12, 13, 14. Ich glaube, es reicht tatsächlich. Oh, das war auch dumm. Aber geil, wir haben den Stern auf jeden Fall geholt. Für den Green Star hat es leider nicht gereicht. Aber, whatever. Bin schon sehr froh, dass es auf Anhieb geklappt hat, den Stern so zu holen. Da muss ich nochmal gucken. Also, was gibt's jetzt noch für Level, die man machen könnte? Out of the Ground, das ist nur die Cutscene. N+, das habe ich angeschaut, das ist mega hässlich. Das Rayman-Level ist auch nicht so toll. Das Little Big Planet, da weiß ich auch gerade nicht, wie es geht. TNT for You. Ich glaube, da ist keins mehr, wo ich jetzt, ja, vor allem das nicht. Da graust es mir schon, wenn ich an das Level denken muss. Das war, glaube ich, auch hässlich. Too many blocks. Ja, das will ich auch gerade nicht machen. Ja, dann gucke ich mal, ob ich den. Dann gucke ich mal in das Bonus-Level hier rein. Ich habe noch keine Ahnung, was uns erwartet. Und das Heartbreak. Also, wir haben jetzt zwei Bonus-Level weitere freigeschalten: Heartbreaker und Big Mama's Revenge. Und das Labyrinth-Level habe ich auch noch nicht gespielt. Und das Invader habe ich auch noch nicht beendet. Ich glaube, ich werde vielleicht werde ich kein 100% Let's Play machen, weil ich halt hier dieses Level Extreme Temperature, weil mir das so auf die Nüsse gegangen ist. Das habe ich öfter mal versucht und hat nicht so wirklich geklappt. Jetzt schauen wir uns als erstes mal Heartbreaker an. Und hier haben wir so ganz komische Blöcke, durch die man durchspringen kann. L. O, V, E. Ja, ich weiß, ich mach mal einfach. Vielleicht muss man einfach die Formen danach bilden mit den grauen Kästen. Also ich meine, das ist ja sicherlich möglich, irgendwie da Love hinzuschreiben, wo die Blöcke ausgegraut sind. Aber erstmal mehr Blöcke holen. Wie komme ich denn? Ach so. Oh, ja. Naja, jetzt ist ja offensichtlich. Ich stand nur gerade mega auf dem Schlauch. Irgendwie. Ich hab nur einfach gerade überhaupt nicht gerafft, wie ich da rankommen soll. Und dabei war die Lösung so ultra offensichtlich. An die unteren 5 Blöcke komme ich gerade, glaube ich, nicht ran. Ich sehe auch das Ziel gerade nicht. Naja, schauen wir mal. Wir haben hier einmal TNT. Drei rote Steine und einen TNT-Block. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das Spiel von mir will, dass ich Folgendes mache.
dass ich eben diese blauen Kästen die Wörter nachbilde. Ne, machen wir mal rückgängig. Machen wir mal so. Okay, das L haben wir verbaut. Dann das V. Ne, nicht so. Moment. Fange ich doch mal so an. Genau. Dann kann ich mir die zwei wiederholen. Dann baue ich den auch so hin. Ich hoffe, dass das, was ich gerade mache, richtig ist. Aber ihr wisst ja, wenn ihr mein LP komplett angeguckt habt, dass in der SNS-Folge oder wie das hieß, dass es ja so ähnlich war. Da musste man ja auch den Controller nachbauen. Und hier scheint es sogar noch sehr viel offensichtlicher zu sein, dass man halt hier Love die Wörter oder die Wörter nachbilden soll. Also ich habe das L, das O, das V und jetzt noch das E. Aber ich habe nicht genug Steine für das E. Weiß auch gerade gar nicht. Also ich werde einfach mal... Ich werde einfach mal drauf losbauen. Nee. Nein, egal. Ich baue einfach mal alle Spots, die es da gibt, baue ich mal aus und dann... Das hat absolut nichts bewirkt. Also ich verstehe es gerade nicht so wirklich, wofür ich auch die roten Steine bekommen habe. Also L, O, V und dann da unten das E. Fürs E hat man aber nicht genug Steine. Man könnte da einen Stein zerbrechen, hätte es dann gereicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was man hier genau machen muss. Ich schaue mir erstmal Big Mamas Revenge auch an. Oh, wow. Ja, ist auf jeden Fall schnell. Oh, Gott. Aber es klappt bisher relativ gut, muss ich echt mal sagen. Oh nein, den Sprung vergeigt. Ja. Ja, ich denke, dass das hier relativ tight ist. Also wenn man einfach durchrennt, dann kann einem nichts passieren, so in etwa. Das wird wahrscheinlich genauso getimt sein, dass es halt passt, wenn man normalerweise durchrennt. Hoffe ich doch mal. Aber das finde ich zum Beispiel sehr viel besser als dieses andere Feuerlevel von den Bonuslevels, das mich so genervt hat. Weil man hier halt mit Skill auch was machen kann und in dem anderen Level eher nicht so. So. Nee, wie kriege ich denn das an? Oh, ich bin so dämlich. Ich kann nicht sagen, wie man das anbekommt. Das bekommt man an, indem man da die Lunte auf der anderen Seite anzündet. Aber ja, wie gesagt, ich bin noch dabei, das Level zu lernen. Das ist immer so, das ist auch so eine Sache, wenn man sowas macht, wo man schnell sein muss und nicht so viel Zeit zum Denken hat, muss man natürlich am Anfang das eine oder andere auch mal auch failen. So. Jetzt baue ich natürlich das Ganze so. Das müsste wahrscheinlich ganz gut passen. Töt mich mal nicht, Big Mama. Ich will sehen. Ja, ich darf, glaube ich, keinen einzigen Block auch verschwenden. Der Grund, warum ich keinen Block verschwenden darf, ist, das dachte ich mir schon gleich von Anfang an, da das Level wahrscheinlich dafür ausgelegt ist, dass es relativ schwer ist.
man soll keinen Block verschwenden, dass man halt dann am Ende die 4 Blöcke hat, um den Holzblock auf die dafür vorgesehene Fläche zu legen. Das heißt, man muss schnell sein und alle Blöcke mitnehmen. Aber ja, ist von der Schwierigkeit her geht's noch. Also ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel Super Meat Boy durchgespielt. Komplett, das heißt, sowas liegt mir eigentlich auch ganz gut. Aber Blocks That Matter ist halt eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass man solche Rennpassagen machen muss, sondern ist halt eher darauf ausgelegt, dass man sein Hirn anstrengen muss. Und dementsprechend spürt man es halt auch, dass die Controls nicht so tight sind wie zum Beispiel bei Super Meat Boy. Was einfach, ich krieg's gerade auch nicht echt nicht auf die Reihe. Ich werde es noch 2-3 Mal versuchen oder auch 10 Mal. Aber gerade habe ich so ein bisschen, ja, ich will es gerade schaffen. Ich will das jetzt schaffen. Und so schnell wird hier nicht aufgegeben. Ja, okay. Ach Mist, zu früh abgesprungen. Muss mal ganz kurz so, den Controller hinlegen und auf zum nächsten Versuch. Ja, irgendwie manchmal sterbe ich da oben sofort und manchmal komme ich da perfekt durch. Weiß nicht, woran das so wirklich liegt. Manchmal bin ich vielleicht zu schnell oder zu langsam, man weiß es nicht genau. Ich mag auch die Musik voll gern, die gerade läuft. Ich weiß nicht, dass die Musik kommt, glaube ich, die kommt auch später bei dem anderen. Also die kam, glaube ich, auch im Story-Modus während der Endlevels. Und gefällt mir ganz gut. Das hat so ein bisschen, das animiert einen so ein bisschen alles zu geben, weil die Musik so schnell und so hektisch ist und man sich so denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss es unbedingt schaffen, sonst passiert was ganz Böses. Und gerade sterbe ich immer in diesen Viechern da drin. Ist ein bisschen, nervt mich so ein bisschen. Aber ich werde es aber nochmal versuchen. So schnell wird hier nicht aufgegeben. Ja, wunderbar, jetzt sind wir hier durchgekommen. Oh nein. Das ist natürlich extrem bad. Ja, vor allem, weil wir dann halt jetzt nicht mehr hier schnell genug sind. Also es war eigentlich schon aus, als ich da den Sprung verkackt habe, sag ich mal. Aber ich habe noch versucht, es zu retten. Was sehr nervig ist, ist, dass der Bildschirm so wackelt in so einem Big Mama Run immer. Das trägt nicht dazu bei, dass es leichter ist. Im Gegenteil, es macht es nur schwerer. Aber ja, wie gesagt, ich werde es noch 2-3 Mal versuchen. Und dann 2-3 Mal, nachdem ich an diesem blöden Part da vorbei bin. Und dann werde ich mich auch so ein bisschen vorbereiten für die anderen Level. Vielleicht mache ich die auch komplett offscreen, die Bonus-Level, die restlichen oder so. Ich weiß noch nicht. Aber ich weiß nicht, warum ich da gerade so lange gewartet habe. Es ist auch schon fast wieder vorbei. Aber egal. Wir werden es auf jeden Fall nochmal versuchen. Okay. Bumm. Den Stein holen. Big Mama töten lassen. Wunderbar. Hat alles genauso geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Nee. Aber war okay. Das war, glaube ich, mit der beste Run, den wir hatten. Wobei der Run halt eigentlich schon over war, nachdem wir da hier gewartet haben. Es ist halt sehr, sehr tight. Ja, ist schon aus. Fress mich mal. Ich werde es noch. Ich will jetzt auch gerade irgendwie nicht aufhören, irgendwie. Will es jetzt schaffen. Und ja. Weiß ich nicht. So. Vielleicht auch mal, wenn ich einfach mal den Mund halte und mich aufs Spielen konzentriere. Dass es dann besser klappt. Könnte ja sein. Also gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Und ich gehe mir entweder anschauen, wie die anderen Level funktionieren, die ich jetzt noch nicht machen wollte. Oder ich hole mir Strategie oder weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall, oder ich mache es komplett offscreen oder ich schneide es zusammen oder
Ach, irgendwie wird es schon klappen, dass ich dann überall die ganzen Sterne habe. Und damit sage ich dann Tschüss für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich irgendein Spiel spiele. Wahrscheinlich auch mal wieder Blocks That Matter. Wobei ich da in der letzten Zeit eher ein bisschen weniger gemacht habe. Aber ich glaube, ich werde jetzt morgen oder sowas nochmal eine Session spielen. Und ja, damit habe ich auch schon wieder genug geschwallt und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.